Wo bleiben in Deutschland die meisten Schülerinnen und Schüler sitzen? Nehmen wir eine Stufe mit 100 Leuten. Davon haben im letzten Schuljahr im Schnitt etwa 2 eine Klasse wiederholt. Die Zahlen beziehen sich auf allgemeinbildende Schulen, also zum Beispiel Realschulen oder Gymnasien. Je nach Bundesland war der Anteil der Wiederholerinnen und Wiederholer aber unterschiedlich. In Berlin ist pro 100 Schülerinnen und Schüler eine Person sitzen geblieben. In Bayern waren es gut 4. Zahlen aus dem Saarland fehlen. Die Unterschiede kommen daher, dass jedes Bundesland Versetzungen unterschiedlich regelt. In Bremen gibt es in der Regel zum Beispiel kein Sitzenbleiben wegen schlechter Noten in der Sekundarstufe 1 an Oberschulen oder an Gymnasien. In Bayern reichen dagegen 2 Fünfen in bestimmten Fächern.